Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Willkommen zurück in London. Heute mal bei allerschönstem Wetter. Ich weiß gar nicht, wenn ich das zum letzten Mal gesehen habe. Richtig herrlich. So, okay, passt auf. Ich habe nämlich mal im Internet ein bisschen intensiver gegoogelt, was wir tun können, um diesen Dialog-Bug irgendwie zu beseitigen. Ja, ich habe schon wieder ihn angerempelt. So. Und das versuchen wir jetzt mal. Und zwar mit Hilfe der Konsole. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Können wir die aufmachen? Können wir aufmachen. So, pass auf. Und dann hat man die Möglichkeit anscheinend. Jetzt kann ich mein Handy hier nicht vernünftig hinstellen. Weil sowas im Kopf zu behalten ist immer schwierig. Okay, pass auf. Set Stage. Fallen. Underscore. Oh, Underscore geht so nicht. So geht das. GW 107. Was ist das, eine Leertaste? Ich hoffe. 27. Okay, geil. Hat schon mal richtig was gebracht, oder was? Habt ihr jetzt Are you always this quiet, or is it just around strangers? Oh, es ist quiet. Was habe ich denn jetzt wrong gemacht hier? Ich hab's ja richtig geschrieben. Oder lässt man. Aber dann hätte er das ja hier nicht so geschrieben. Mit Leertasten. Das ist eindeutig ein Underscore hier. Ja, ausgezeichnet. Dann mache ich jetzt mal ohne. 107, 27. Inches. Leute, ich hab jetzt ja noch nicht weiter gemacht, aber auf immer hatte ich jetzt eine Option. Oh, how's she holding up? Sie hat es auf deine Werkzeuge abgesehen, also pass auf. Oh, she is a cheeky one. Well, well. If things settle down a bit, it would be nice to pay her a visit. This is making me fucking sick. And you could forget about things settling down. That's the opposite of what's going to happen. But never mind that. You got into the warehouse then. Oh ja. Very nice. You've done well. These supplies are going to make a big difference, believe me. I'm well chuffed. Listen to you two mugs, clapping yourselves on the back over nothing. The Es. syndicate still stands. A couple of crates of guns won't bother them. We've risked a lot for pittance here. Pathetic. Die ganze Ort ist jetzt kurz What, schwarz. two groups of enforcers on top of you and you just waltz back in all alone to blow things up? Gordon fucking Bennett, that's some moxie you got there, mate. I'll say. Bloody amazing. Well, I'm glad you're on our side. I wouldn't want to go up against someone as fucking mad as Something like this deserves a special reward. Here, have this, pal. It's that laser rifle I showed you earlier. Oh, I've been cool. tinkering away at it, and she's a right daisy now. I hope it serves you well. Right. Well, that's a happy ending and a half. Now, what's next? Let's take a breather, lads. Wayfarer, come back in a few days. I need If you some hang time to around, it think. wouldn't hurt none. We're Oh in the Gott. numbers. Bin ich froh, dass wir das lösen konnten. Ihr habt einen schönen EP-Regen. Oh, jetzt erstmal raus hier. Mensch. Geheiligt sei die Konsole.
Ja, ich hab dir gemerkt, da war ein Schnitt drin, oder? Ich habe gedacht, es klappt nicht. Ich wollte noch ein bisschen rumprobieren. Und dann habe ich einen Schritt zurück gemacht, weil ich halt wollte, dass dieses Dialogfenster verschwindet. Und auf einmal war es dann da. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz was gucken. Sekunde. Okay. Oh nee. Ach du Kacke. Wenn man einmal versucht, hier rauszutappen aus dem Spiel. So. Alles klärchen. So, das Gute ist jetzt aber auch, er hat ja gesagt, wir sollen in ein paar Tagen wiederkommen. Und als ich hier vor der Tür stand und reingehen wollte, hieß es, ich soll mich wieder bei Gordon melden. Das ist ja die beste Botschaft, die wir kriegen konnten. Denn jetzt gibt es endlich eine Basis. Wenn die nicht gibt, muss ich leider diesen Druidenhain hier niederbrennen. Die erste kleine Atombombe, die ich finde, die fliegt denn hier rein. For helping me solve the cause of the Dryad crisis, and obviously thank you for helping me find my partner. I am forever grateful for your help. As a token of my appreciation, I would like to offer you a reward. Something very close to my heart. Since you have proven yourself to be a valuable asset, and I believe you can help us in many ways. I would like to invite you to stay with us and become a head druid. We could use someone with your skills to help us run the settlement. Oi. Before you speak, just know that you have shown great loyalty and dedication to our cause. And I believe you would make an excellent addition to our group. We will be here whenever you wish to visit. And don't forget, you will always be welcome here. Even if you don't decide to stay. But the workbench is now forever yours to work. Oh, attention, everyone. I have an important announcement to make. As you all know, we have been searching for my partner for a very long time. Thanks to the efforts of our friend here, we have found him. But this discovery changes things. I need to spend more time with him and cannot focus on running the Sieht jetzt nicht so aus, als ob ihr ihm zuhören würdet. I have found a solution. Our friend has proven themselves to be a capable and trustworthy individual. And I have asked them to help me run the settlement as a head druid. Ja. Alongside. They will have the same authority as I do. And I ask that you all look up to them. As you do me. Ja, bei dir hat man auch keine andere Wahl. Be a big change for some of you, but I assure you that this is for the betterment of our community. And with their help, I am confident that we can continue to thrive and grow. Ich muss kurz Apfelmus essen. Auch wenn irgendwie überhaupt nicht springt. As a settlement. Thank you all for your attention. And please welcome the new head druid. Gather around, everyone. It's time for our daily prayer. Oh, yes. Let us all join hands and come together in harmony. Come together. Nature, we thank you right now for the blessings you have bestowed upon over us. Me. We thank you for the air we breathe, the water we drink, and the earth beneath our feet. We pray that you continue to guide us on our path. And thank you all for joining me in prayer. Let us continue. Oh, er hat es geschafft. Blauer Power Stab. Oh. Blauer Power hat eine Klinge. Weit durch das Land. Wir werden nicht verwelken. Lass 1000 Blumen aus den Leichen unserer Feinde erblühen. Sehr langsam. Aber ausprobieren werde ich der Gerät mal. Danke. Oh, jetzt hat es auch mal funktioniert hier. Geilo. Ah, Gordon, du glaubst nicht, kannst dir nicht vorstellen, was du mir für ein Geschenk gemacht hast. Eieiei. Richtig gut. Jetzt muss ich einfach mal kurz Dreck abladen. Ich werde jetzt euch nicht belästigen mit Basisbau. Aber ich zeige euch das natürlich gerne, wenn ich fertig bin. Obwohl das bei mir hier mehr einfach nur einen praktischen Nutzen hat. Oh. Gesamten Schrott lagern.
Und dann müssen wir unseren Kumpel Alfred hier noch leer machen. Is there anything you won't pick up? Ja, er ist Archie, gewiss. So, gib mir alle, was du hast. Alles rausnehmen. Now that's something special. Imagine all the plate. Oh, nu. Ja. Ich glaube, die Sachen sind so, wie man es kennt. So. Nee, ich will nicht nehmen, ich will abgeben. So. Aber eine Sache müssen wir bauen, und zwar irgendwie kurz eine Waffenwerkbank, dass ich da bunte Kiste vielleicht. So, wo wäre das denn? Möbel. Möbel ist schon mal ein guter Ansatz. Oh, ein Bett. Es gibt jetzt ein ein Holzbett. Ein Doppelbett? Ein schönes Doppelbett? Oh, wie... Ich brauche nur drei Stopp. Ist es... Ach, nur hier. Ich dachte, dahinter darf ich auch nutzen. Ach, komm. Dann wird es erstmal ein kleines Bett. Ich hab vergessen, wie man... Ah, Enter. Oh Gott, dreht sich... Schneller geht's ja auch nicht. Archie, denn ernst? Hau ab da jetzt, Mann. So, warum Enter? So, ein Bettchen. Ein Behälter. Eine Möglichkeit, ein bisschen was mit Fassungsvermögen. Das sieht gut aus. Der Überseetoffer. Der muss da noch irgendwie hin. Okay. So, und jetzt noch eine Werkbank. Ich hoffe, ich darf das bauen, weil manchmal hat man ja ein Problem. Ups. Nee. Nee. Herstellung. Chemiestation. Oh, dürfte ich das? Oh, ich brauche lokaler Anführer. Für eine Waffenwerk. Ihr seid ja Nasen, ey. Und das auf Rang 2. Wie gemein. Okay. Richtig fies, aber was soll's. So, wir haben nämlich ein Gauss-Gewehr. Oh, das wird auch krass. Aber es hat alles schlecht zu benutzen. Das haben wir gerade bekommen hier. 21 Schaden. Unser Dienstgewehr, unser Revolver. Plasma-Munition. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Ein Sprengstoffwerfer haben wir auch noch. Könnte tatsächlich aber nützlich werden, ne? Gibt da doch so ein paar Gegner. So, und die führen wir aktuell. Den Stab möchte ich ausprobieren. Hier ein MG42. Ah, das kann auch erstmal da bleiben. So. Ey, jetzt können wir Schrott sammeln, wie wir wollen. Oh, freut mich das. Und dann werdet ihr irgendwann hier in eine ganz geile Siedlung von mir geführt. Ah. Oh. Dann können wir uns jetzt hier um die Sache kümmern mit... Das war das hier. Da muss ich irgendwie dann mal noch rausfinden, wie wir das machen mit, dass ich meinen Hund wiederbekomme. Darüber spricht ja eh keiner. Ach, das ist ja mitten in der Stadt. Nö, dann reisen wir zur Zahnklinik. Und von da aus dann ins Bürgerkriegsmuseum. Natürlich bei Nacht. Guck mal, hier vorne ist auch ein Pub. Ich habe mir ja geschworen, kein Pub mehr ohne euch zu betreten, weil das letzte so lustig war. Mal kurz meine powervolle Axt irgendwo hinpacken. Rüff 6, Rüff. Meinen Schwengel mal rausholen. Ei. Ah, geht aber, ne?
Oh. Oh. Ja. Ja, hier merkt man noch den fehlenden Schaden, weil wir noch nicht geskillt haben. Das vierblättrige Papp. Achso, und ich habe übrigens auch... das kann jetzt auch der Grund gewesen sein, warum die so schlecht umgefallen ist, die Dryade gerade. Ich habe mal auf schwer gestellt, einfach um zu gucken, wie uns das bekommt. Ist hier was unterwegs? Anscheinend... Naja, doch, irgendwo ist ein Gegner. Someone doesn't know how to tidy up. Krass, er jetzt ranzoomt durch die Optik. Was? Untersetzer für Glück? Oh, wir haben einen Glückspunkt mehr. Ich habe das Ding gar nicht gesehen. Hier? Ich habe nichts mehr. Ich gebe wirklich auf. Ich habe gerade den ganzen Morgen damit verbracht, die verdammte schicke Lampe im Treppenhaus abzunehmen, nur um die Kerzen zu verwenden, um diese Spelunke zu beleuchten. Und es ist verdammt öde hier. Ich hätte gehofft, dass ein Pub vielleicht noch etwas Alkohol übrig hat. Nein. Hier ist buchstäblich nichts drin. Ich habe jetzt seit Tagen nichts gegessen und meine letzte richtige Mahlzeit war Hundefutter. Und wenn ich noch mehr davon esse, fange ich an, an den Ärschen der Leute zu schnüffeln. Nee, scheiß drauf. Ich bin raus. Fickt euch alle. Dieser Kronleuchter könnte sich da noch... Oh, upsie. Ah, falsche Taste, verflucht. Aber der Zettel hätte von mir sein können. Original von mir. Fickt euch alle. Zaubermilch? Säure? Lasst uns was kochen. What do you think? Jetzt kann ich eigentlich auch Archie abgeben, ne? Oh, ist ein Ticket. Noch mehr Kerzen. Ah, Archie, du hörst bei der Vergangenheit an. Oh. Ich schräg recht. Oh. Boah, sie ist schwarz. Schwarz und mächtig. Das war der Gegner. Ja, sehr cool, dass wir die Karte gefunden haben. Endlich etwas mehr Glück. Die Fantasie, sie endet nie. Das sieht jetzt auch nicht so aus, als ob man da lang gehen sollte. Was gibt's hier Schönheit? Verrottetes Schulhaus. Ja, Gryffindor hier, eindeutig. Komm, wir gucken mal rein. Ja, das ist jetzt doof, die Sachen liegen zu lassen, weil dann weiß man... Oh. Muss man sich nachher keine Gedanken mehr machen, wo man schon war und wo nicht. Haja!
Kakerlaken gehen immer noch. Oh, did a rad rat crawl up here and die? Ich hoffe, die stehen hier nie wieder auf. Ticketreserve. Und die Schwierigkeit hat den Vorteil, dass man zwar auch stärkere Gegner bekommt, aber die können geileren Loot fallen lassen. Oh, ein Wachbordmodell. Die nehme ich mit. Da können wir den Bomben rausbauen. Das ist ja cool hier. Elendiges Biest. Was ist das für strahlende Blut hier? Ah. Oh. Magischer Teekessel. Da lassen sich die Finger von. Jeden Dreck wieder einstecken. So, jetzt stehen die unten auf. Was ist denn die Verstrahlte, wenn die stürzt? Die, oh, die ist bis unten durchgeraucht, ne? Bleib liegen. Ja, das ist okay. Das sind so Sachen, die konnten wir vorher immer nicht machen, ne? Aufgrund der Ladezeiten. Hätte ich mich nie reingetraut. Oh. Okay. Sehr ungenau. Hier sieht's wirklich nicht gut aus. Das stimmt doch niemals. Ich glaube, das haut hier nicht hin mit dem Visier. Scheint ein bisschen fehlerhaft zu sein. Tommys. Ist sie uns drin? Lost, you'd have to be insane to take on the Tommies. Darf ich euer Wasser klauen? Ja. Got business here. Na, vielleicht. Hallo. We won't go quietly. You can count on that. Oh, Fusionskerne.
Naja. Ich werde mal versuchen, meine Finger bei mir zu lassen. This is a military compound, civilian. State your business. Ich meine das nicht böse, ich will nur reden. Borrow equipment? That's a new one. Well, let's hear it then. We have what you're looking for, but they're in high demand. And we don't just hand them out to civilians and stretch thin as it is, with the hooligans continually kicking us up the arse. If only that were true. The hooligans aren't united under a single banner. They're everywhere, like parasites. Kill one, and two more take their place. The John Doe that aided St. Paul's? We heard all about that. Lieutenant Rambeau sends us reports. Ah. Follow me. I'll take you to the general. Na denn. Führen Sie mich zu Ihrem Vorgesetzten, Colonel. Colonel ist, glaube ich, schon ganz schön hoch. Der kommt, glaube ich, bloß nur noch in der Stufe. Voll cool, weil die sich viel Mühe gegeben haben, diese Modelle hier zu basteln. You can almost feel safe taking a nap in a place like this. Geil. Moin. To what do I owe this visit, Colonel Major? General, this is the individual who aided St. Paul's with the hooligans. Who? The man from Lieutenant Rambeau's report. Oh, I haven't read it yet. If you're here to enlist, you'll have to wait. Basic training programs are backed up for months. You know how it is. Poverty leads to an abundance of would-be soldiers. They came here looking for a gas mask. Then why are they walking into my office, Colonel, and not halfway out of the compound? I thought perhaps they could earn one, sir. You know, mercenary work. I like your thinking, Colonel. You always win with a mercenary. Either they do the job, or there's no one Very left well. To pay. We have a gas mask with your name on it. Just as long as you. What do we need this so-and-so for anyway? After the attack on Guildhall, the remnants of that group moved into the Bank of England. Others Bank of England? There's a Pindar station in there. My great-grandfather That's grew up in it. Very interesting, sir. All right. You have your orders. Deal with those hooligans in the Bank of England. Ach so, okay. Na, dann mach ich mich auf den Weg. Report back to Colonel Major once you're done. Dismissed. I wish I could meet the Queen. Wer bin ich denn, dem General zu widersprechen? Hatte ich tatsächlich recht, ne? Ein Colonel ist, glaube ich, sowas wie bei uns der Oberst und danach kommt dann halt der General. Sieht er hier, was ist ja hier? Schön. Schön, 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 schön. So, da wir uns ja alle noch nicht so gut kennen, nervt er nur so ein bisschen. Ja, dadurch, dass wir uns noch nicht so gut kennen, lasse ich das hier mit dem umgucken. Ich darf ja sowieso nirgendwo meine Hände reinhalten, ohne dass ich Mega bekomme. So. By the Bank of England. Aber das ist eigentlich eine coole Idee, wenn wir dann den Frenchman mal vorher fragen. Ne? Habe ich das schon erkundet? Na, erstmal gehen wir zum Franzosen. Ich würde ja nicht hier die Dings auswählen. Dab, 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 dab. Wo stecken wir denn jetzt unseren Levelpunkt drin? Hast du Bock? Ich will ein bisschen kämpfen gehen. What brings you here?
Machst du mit? Okay. Those Luddites are planning another attack. I know it. And they're doing it right on our doorstep. If we can strike the Bank of England before they can strike us, we'll have the upper hand. I'll gather some men and meet you there. Ah, cool. Das lief ja schon mal super. Warum ist das, habe ich da echt ein Gebäude zwischen verpasst? Man den Frenchman vielleicht auch als Begleiter haben kann. Monument Station. Ach, kriegt man... Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei dem Gebäude, wo wir aus dem Labor gekommen sind, hä? Die sind ja manchmal gekoppelt an andere Komplexe. Oh, hier ist ja schon Alarm. Gut, den Revolver kann ich mir in den Hintern schieben. Solange diese Optik da drauf ist, ganz ausgezeichnet. Das Fallen, Junge. Ich hab gerade zum Schmeißen. Und dann eine Tennisballgranate. Was nutzen wir hier unten? Ich schieße es mal mit dem Dienstgewehr. Achtung, Überraschung! Oh, okay. Er ist jetzt doch mit dem Sturm. Okay. Mushroom Cloud. Ui. Was ist hier denn passiert? Ach du meine Fresse. Oh nein. Warum denn leuchten da? Oh, ich hab ihn zwischen die Beine geschossen. Tschüss. Wir brauchen die Powerflinte. Die ist so viel. Oh, geht nicht. Ah, oh, ich habe meinen Crit verbraucht. Also wir müssen ihm die Beine wegballern, sonst sehen wir hier alt aus. Wenn die Beine weg sind, dann ist die Welt eine schönere. Oh, die Hand ist getroffen. Ah, er hat mir am Arsch. Oh, du Sacknase. Au. Oh. Recke. Das war gut. Jetzt ein bisschen Apfelmus wieder. Oh, Double Schieß. Ach ja. Das Problem mit denen, du darfst nicht machen. Jetzt möchte ich ihm aber damit mal eine geben. Oh, das reicht nicht. Ey, das ist so ineffektiv. Ja,
Ist das lächerlich. Das sind Materialien. So. Ey, die haben es wirklich in sich, ne? Und jetzt auch schwer. Das hat schon wieder fast doppelt so heftig gemacht, den Kampf. Einfach nur, um mich von dem hier vermöbeln zu lassen, hat das jetzt aufgemacht. Oh, hier gibt es Süßigkeiten. Kartonmatratze, hier kann man pennen. Okay. Oh, ja, stimmt ja. Oh. Hallo. So sollte das eigentlich aussehen. Oh. Leeres Kühlmittel. Wir müssen uns jetzt vor allem nach Sachen umschauen. Oh, das wollte ich gar nicht. Die Schrauben bringen. Also weiterhin schön Schreibmaschinen einstecken. Ja, sowas auch mal geil. Blindshots hier macht jetzt? Ah, Schrotflinten sind echt nicht so gut. Jetzt wo es den Perk nicht mehr gibt. Gerade seine eigene Falle gelatscht. Was ist denn passiert? Oh, warum? Hey, hab ich nicht gesagt. Doppeltötung. Der war nicht schlecht bewaffnet. Nee, sie können sich von ihrem Kopf verabschieden. Dafür, dass wir uns hier treffen wollten, ja? Hätte man die anderen ja vielleicht hier auch schon mal sehen können.
You're a natural. With a few pointers from someone like me, you'd be pretty good at this. Ja, komm. Laber nicht. Schweine labern auch nicht. Was für ein Raum. Das, er hätte mal nebenbei in der trainiert in seinem Bürojob. Guter Mann. Ja, man muss die Zeit, wo man dann einfach nur rumsitzt, auch nutzen. Ach so. Ja, okay. Klar. Oh, die Waage hier unten. Haben wir ein Ticket verschwendet. Das ist eine miese Falle. Schießen ihr Spaß die ganzen Hirsche ab. Oh, Porky! Ah. Dir ist natürlich nichts passiert, Kollege Schnüssel. Da ist auch noch jemand, oder? Nee. Upsi. Ey, das ist so irre. Ich meine, sie macht keinen Schaden, ne? Er wartet da oben, bis er was abkriegt von uns. Dann schieße ich dir heute den Bein weg. Oh, das musst du wehtun. So, Sekunde. Was ist das da hinten? Ach, hier ist ein komischer Affe. Sie bestimmt nicht. Die Kuchenform. Oh, was haben sie mit euch hier gemacht? Alter. Also denkst du, könntest eigentlich durch die Tür durchsteigen? Der Rattenwächter. Ja.
one there. Na klar. Oh. Ist da einfach ein Zug in die Bank gerauscht, oder was? Ja, unsere Jungs. You settle this. Bloodier than I'm used to. Oh, lief ja gut. Danke. Die Hooligans, die haben nicht so richtig viel zu bieten. Dinger hier. Ach krass, die kann man aufmachen. Archie mochte das. Rechter Kampfarm. So, hier jetzt drin, okay. Ein extra abgezündet Gebiet. Oh, cool. Bisschen Granatennachschub. Gucken, was die hier noch so eingelagert haben. Hier war so die Chelange. Na los, dann nehmen wir mal rein. Ich habe ein bisschen Angst, dass das so ablüft wie bei, als wir aus Versehen in der Syndikat-Basis waren. Oh ja, guck mal. Die Anzeigen. Ich gehe kaputt. Das ist meine Erfahrung, Leute. Ich hätte überhaupt keinen anheuern sollen. Das war eine dumme Idee. Wow. Hat jeder von euch einen Schlüssel? Seltsame Notiz.
23. Oktober, Bank of England. Zahlen Sie an den Order of Kerry. Nie wiedersehen, keine Polizei. Aha. Shit, ich kann bei dir lesen, aber das ist kein Tag feiern. Guck mal hier. Guck mal, die ganzen Saves. Naja, mal gucken. Werden wir ja bestimmt gleich irgendwie rankommen. Oh. Feuchtigkeitscreme. Tischventilatoren gehört auch dazu. Morse-Telegraph. Telefonen sind, glaube ich, keine Schrauben drin. Zumindest nicht in der Welt von Fallout. Oh, nö, nö. Oh. Sorry, Bro. Bodies don't bother me none. Seen plenty in my day. Someone there. What the hell was that? Warum lösen die denn jeden Scheiß aus, ey? Alter, war das einer von den... Nee. Shit's got ambush written all over it. Ah, die sind jetzt heiß auf uns. Alle leer. Oh. Dann hätte ich mich vorhin gefragt, was der vierte Punkt macht bei Schlossknack. Du kannst ja vier investieren. Wir sind jetzt bei drei. Und wir können schon Meister machen. Aber den vierten Punkt, den kann man sich sparen. Der sorgt einfach nur dafür, dass Haarnadeln nicht mehr abbrechen. Und ich mir dachte, das kann mir über 100 Mal passieren. Ist nicht so schlimm. So, jetzt wird hier nach Deadpool-Manier aufgeräumt, Freunde. Und zwar... Was seid ihr denn alle? Eigentlich auch eine Optik ran gebaut, ich hoffe, die trifft besser. Ah, die kommt weg. Du machst nichts. Ja. Be prepared for a surprise. Not the fun kind. Klebeband. Mein Loot, Freunde. Ja. Aber man hat nicht so richtig viel von seinem Sichtfeld, wenn man die Axt in der Hand hat.
Hier gibt's auf jeden Fall eine Menge zu plündern hinterher. Oh. Ich weiß nicht, wozu Jude ist, aber ich stecke da ein. Oh. Dan Rage. Sie haben eine Ausgabe von Dan Rage gesammelt. Red Away heilt 5% mehr Strahlungsschaden. German Super Science. I got all day. Schlüsselkarte der Pinderbank. Blutvertrag. Mit meinem Blut schwöre ich, Punk in dieser Hölle am Leben zu halten. In Ordnung. Na komm, die Pistole kommt noch mit. Zum Weg, Leute. Ich habe euch eingestellt, um mir zu helfen. Kommt raus. Was seid ihr denn alle? Wegen nicht hier reinkommen? Ah, okay. Hallo. Schönen guten Tag. Was ist das hier? Ah, Rüstungswerkbank. Nein, nein, ich habe nicht gesagt, dass ich raus will. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Ah, dass ich nie was ausgewählt habe. Komm rein. Dass du nicht schießt. Nervt so. Na klar. Ihr habt unnötig kriegt das A um A gestehen, ne? Oh nein! Ghoul-Töter, kurze Muskete. 50% mehr Schaden gegen Ghule. Das wäre als mit Maschinenpistole wäre das gut, aber. Wir überziehen hier heute richtig hart die Folge, ne? Da sind so viele übrig.
hell was that? Revolver, Paula. Just noise. Schon wieder voll drin. Someone there? No. Diese Kante. Nothing. I hope. Think you can hide. Ich bin zu schnell für euch. Jetzt müssen wir hier langsam mal auf den Endboss treffen. Und da ist keine Falle. Dann bin ich wieder hier. Ach Gott. Na gut, Leute, ich lasse euch mal frei für die Folge. Das ist schon massiv drüber. Und dann hole ich euch dazu, wenn ich die anderen Affen gefunden habe hier. Bis zur nächsten Folge. Schönen Abend, haut rein.